Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren heute in zweiter und dritter Lesung über die Änderung des Strafgesetzbuchs in Bezug auf den Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die eigenen vier Wände gehören zu dem Wertvollsten, was ein Mensch besitzt. Nicht im Sinne von materiellen Werten, sondern als ganz privater Rückzugsort, als Heimat und als Ort von Geborgenheit. Nicht wenige Menschen sagen, wenn sie unter Strom stehen, wenn sie gestresst sind, wenn sie etwas Ungutes erleben, jetzt möchte ich einfach nur nach Hause oder zu Hause sein. Umso mehr erschüttert es dann, wenn Menschen in ihrer eigenen Privatsphäre angegriffen und bestohlen werden. Sie fühlen sich unsicher, sie sind oftmals traumatisiert, sie lassen nachts das Licht an, sie trauen sich nicht ins Schlafzimmer, weil ihre ganz persönlichen Sachen durchsucht worden sind. Das sind Schicksale, die viele tausend Opfer von Wohneinbruchsdiebstahl Tag für Tag erleben und durchmachen müssen. Und deswegen sage ich Ihnen ganz ehrlich, wer den Schutz der Opfer ernst nimmt, der muss hier am Strafrecht was machen. Wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben, dass wir über 150.000 Wohnungseinbrüche haben und dass die Aufklärungsquote so gering ist. Der Rechtsstaat muss handeln. Und wir werden heute handeln. Wir werden den Einbruch in die dauerhaft genutzte Privatwohnung zu einem Verbrechenstatbestand erklären. Und das hat ganz konkrete Folgen. Und zwar Folgen, die, wie ich meine, sehr gut geeignet sind, dass wir dieses Phänomen besser und stärker bekämpfen können und dass der Rechtsstaat hier erfolgreicher sein wird, als er bislang war. Morgen melden sich Einbrecher arbeiten. Es wird zukünftig keinen minderschweren Fall mehr geben, weil wir ganz klar sagen, wer in eine Privatwohnung einsteigt und einbricht, der kann keinen minderschweren Fall begehen. Es wird, wenn die Freiheitsstrafe ein Jahr beträgt, auch bereits die Verabredung zum Wohnungseinbruchsdiebstahl unter Strafe stehen. Es wird auch im strafprozessualen Bereich nicht so einfach sein, mit einem Strafbefehl davon zu kommen. Oder auch Einstellungen werden nicht mehr so einfach möglich sein. Das heißt, wir geben der Justiz auch die Mittel in die Hand, dass sie deutlicher und härter bestrafen kann, weil wir das den Opfern schuldig sind. Und wenn Sie sagen, ein erhöhter Strafrahmen nützt doch nichts, dann kann ich auf die Anhörung verweisen, wo auch Experten gesagt haben, dass gerade beispielsweise die Straferhöhung in Luxemburg, wo eine Mindeststrafe von 5 Jahren für Wohnungseinbruchsdiebstahl im Gesetz steht, dazu geführt hat, dass auf der anderen Seite der Mosel, nämlich in Deutschland, die Straftaten angestiegen sind. Und ich weiß, dass ein Strafrahmen nicht alles bedeutet, aber er bedeutet eben auch nichts, sondern er ist ein wichtiges Element der Prävention und auch ein deutliches Signal des Rechtsstaates, dass wir sagen, das ist ein schweres Delikt, das nehmen wir nicht hin. Und wenn ein Wohnungseinbruchsdiebstahl beginnt, der muss auch härter bestraft werden. Wichtig ist uns auch, dass durch diese Änderung die Strafvermittlungsbehörden auch neue Ansätze der Ermittlung bekommen. Insbesondere wird zukünftig möglich sein, dass eine Verbindungsdatenabfrage geschehen kann und dass auch auf die Funkzellen zurückgegriffen werden kann. Es ist niemandem so recht klarzumachen, dass wenn in ein Haus eingebrochen worden ist, dass im Regelfall die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln kann, wer war denn in diese Handyzelle eingeloggt? Wer hat sich im Umfeld der Wohnung aufgehalten? Es ist ganz wichtig, auch zur Entdeckung und zur Ermittlung von kriminellen Strukturen, dass dieses Ermittlungswerkzeug zur Verfügung steht. Und da, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, haben wir im Augenblick Sorge, insbesondere auch nach der gestrigen Anordnung der Bundesnetzagentur. Wir wissen, dass es ein Urteil im einstweiligen Rechtsschutz des Oberverwaltungsgerichts Münster gibt, das in einem Verfahren die Speicherpflicht ausgesetzt hat. Aber dass jetzt die Bundesnetzagentur durch eine einseitige Anordnung vom gestrigen Tage gesagt hat, wir werden keine Anordnungen zur Speicherpflicht treffen und wir werden auch keine Bußgelder verhängen, solange bis das Hauptsacheverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Das bedeutet im Ergebnis, dass möglicherweise für die nächsten Monate oder gar Jahre eine Speicherung von Verbindungsdaten in Deutschland nicht stattfinden kann. Und ich meine, vor dem Hintergrund,
Vor dem Hintergrund, dass der Deutsche Bundestag in namentlicher Abstimmung mit über 400 Kolleginnen und Kollegen dieses Gesetz verabschiedet hat, das zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten wäre oder in Kraft tritt. Dass vor diesem Hintergrund die Bundesnetzagentur mit dieser Entscheidung natürlich ihre Kompetenz ein Stück weit überschritten hat. Und wir uns schon fragen, wer steckt hinter der Entscheidung und kann es sein, dass die Entscheidung eines einzigen Referates eine Parlamentsentscheidung aushebelt? Dieser Frage muss man nachgehen. Und da kommen wir zu einem zweiten Punkt, den ich auch in diesem Zusammenhang anmerken möchte. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat seine Entscheidung auf eine mögliche Unvereinbarkeit mit Unionsrecht gestützt. Ich möchte aber anmerken, dass es gerade im Bereich der Vorratsdatenspeicherung im Augenblick gar keinen Unionsakt gibt und dass es immer noch sein muss, dass der nationale Gesetzgeber in nationaler Souveränität über wesentliche Entscheidungen der inneren Sicherheit auch frei entscheiden muss. Und die Vorratsdatenspeicherung, die wir beschlossen haben, bewegt sich innerhalb des Rahmens des Bundesverfassungsgerichts. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir brauchen dieses Aufklärungsinstrument nicht allein für den Wohnungseinbruchsdiebstahl, sondern zur Verteidigung unserer Freiheit und Sicherheit, weil wir nicht wollen, dass Verbrecher auf Dauer sich dieser Lücke zunutze machen lassen. Deswegen sagen wir, wir brauchen eine kluge Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit und wir brauchen auch die Speicherung und die Auswertung von Verbindungsdaten und der Funkzellenanalyse. Meine Damen und Herren, wir brauchen bei der Bekämpfung der Wohneinbruchskriminalität einen Dreiklang. Wir brauchen strafrechtliche Maßnahmen, die werden wir heute zum Abschluss bringen. Wir haben daneben im Bereich der Prävention in dieser Wahlperiode viel geleistet. Ich erinnere an das Programm zur Stärkung des eigenen Schutzes. Der staatliche Schutz ist die Kehrseite der notwendigen Eigenvorsorge. Und es ist gut, dass mit KfW-Mitteln schon viele tausend Haustüren in Deutschland stärker gesichert wurden. Und wir müssen dieses Programm fortführen. Und wenn die Mittel da sind, müssen wir es auch aufstocken, damit wir die Menschen unterstützen, die auch sich selbst vor diesem Deliktsbereich schützen. Und wir brauchen auch mehr Polizei und eine gute Ausstattung bei den Strafverfolgungsbehörden und bei den Polizisten. Und ich glaube, da kann ich auch mit Fug und Recht sagen, dass gerade dort auch die unionsgeführten Bundesländer ein Vorbild sind, dass hier neue Stellen geschaffen werden und dass wir die Menschen durch eine klare Sicherheitspolitik nicht im Regen stehen lassen, sondern sie ernst nehmen mit ihren Sorgen und mit den Befürchtungen. Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, ist mit dem heutigen Gesetz auf einem guten Weg. Wir werden Wohneinbruchskriminalität stark und entschlossen bekämpfen, weil wir wollen, dass die Menschen sich in eigenen vier Wänden sicher fühlen und sicher sind. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Hans-Christian Ströbele für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.